Hallo, mein Name ist Richard Brenner. Ich arbeite als Agile Coach bei TechTalk und möchte heute die Frage beantworten, was ist der Unterschied zwischen klassischen und agilen Vertragsmodellen mit Anbietern? Bei klassischen Verträgen ist der Scope klassischerweise fix, das heißt der Vertragsgegenstand. Bei agilen Verträgen ist der Scope variabel. Wir müssen nach jedem Sprint das Backlog verändern können. Bei klassischen Verträgen ist der Zeitpunkt der Releases und auch der verschiedenen Milestones auch üblicherweise fixiert. Bei agilen Verträgen sagen wir, das Produkt ist dann zu Ende, sobald es fertig ist. Der Release-Cycle bei klassischen Verträgen ist üblicherweise im Monatsbereich angesiedelt. 3, 6 Monate, manchmal sogar länger, ein Jahr, 2 Jahre. Bei agilen Verträgen haben wir nach jedem Sprint ein Potentially Shippable Increment. Das Steering bei klassischen Verträgen ist output-orientiert, das heißt, man prüft üblicherweise, haben wir zum Zeitpunkt X den vereinbarten Milestone in diesem Scope erhalten. Bei agilen Verträgen ist das Steering outcome-basiert, das heißt, erfüllt das Produkt die Anforderungen unserer Kunden. Vielen Dank.